Dein Transfer ist jetzt schon ein paar Wochen her. Du hattest vielleicht noch ein bisschen Zeit, schon nicht richtig anzukommen, aber dich ein bisschen auch darauf einzustellen. Wie waren denn jetzt die ersten zwei Tage so als HSV-Profi? Ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass es jetzt losging. Ist, glaube ich, eine phänomenale Geschichte für mich, dass ich jetzt hier anfangen kann. Hatten jetzt die ersten zwei Testungstage, die sind auch gut gelaufen. Und dann freue ich mich einfach, wenn morgen das richtige Training beginnt. Ja, wann sind die Leistungstests gut gelaufen? Fühlt sich fit? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das passt schon. Ja, hast schon gesagt, morgen geht's los zum Training. Das erste Mal auf dem Platz. Da siehst du dann ja wahrscheinlich auch das erste Mal die ganze Mannschaft. Ihr wart jetzt ein bisschen in so Gruppen eingeteilt, ne? Ganz genau. Wir waren in zwei Gruppen eingeteilt und deswegen habe ich noch nicht alle Jungs gesehen. Ja, mit wem warst du eingeteilt? Heute war ich mit Sonny den ganzen Tag unterwegs und konnte mir da auf jeden Fall ein bisschen was abgucken. Hat er schon ein bisschen was erzählt? Ganz genau. Bleiben wir bei der Mannschaft. Kennst du eigentlich schon ein paar Jungs, vielleicht aus anderen Stationen oder aus deinem Werdegang? Ja, ich habe ja mit Klaus Jasula vorletzten Jahr dann noch zusammengespielt in Paderborn. Genau, von daher habe ich natürlich auch noch Kontakt zu Klaus. Ja. Kenne Ferro noch, auch aus der Paderborner Zeit. Du hast auch erzählt, dass du einen schönen Moment hier im Stadion hattest oder irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, es ist schon ein schönes Stadion. Kannst du noch mal berichten, wann das war und wie das war? Genau, das war in dem Zweitliga-Jahr, wo wir hier gegen den HSV gespielt hatten. Und ich meine, das wäre kurz vor Weihnachten gewesen. Ja, und hier war einfach eine unfassbare Stimmung. Und wir hatten ja das Spiel mit Paderborn hier damals verloren. Ich meine, es wäre ein 1-0 gewesen. Ich stand aber nach dem Spiel noch ein bisschen auf dem Platz. Und dann wurden hier, glaube ich, noch ein paar Lieder gesungen und abgespielt. Und die Arena wurde ein bisschen dunkel gemacht. Es kamen ein paar Handylichter hervor. Und ja, hatte ich schon damals Gänsehaut. Jahrelang schon Innenverteidiger oder auch defensives Mittelfeld. Mhm. Du hast gesagt, du bist ein Innenverteidiger durch und durch. Was ist das für dich? Also was für ein Charakter? Wie würdest du das beschreiben? Ja, ich habe ja früher in meiner Jugend lange Zeit auf der 6 gespielt. Konnte mir das damals dann nicht so richtig vorstellen, jetzt noch eine Position nach hinten zu gehen. War aber im Nachhinein wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Ich glaube, ich bin vielleicht nicht so der klassische Innenverteidiger. 1,95 groß und noch 90 Kilo schwer. Ich habe ein bisschen andere Stärken. Ich glaube, ich kann ganz gut mit der Kugel umgehen, kann den Ball oder kann gut im Spielaufbau arbeiten. Und das kommt mir sicherlich entgegen. Jetzt ist der HSV, hast du auch gesagt, so der nächste Schritt. Weil vorher lange in Paderborn. Was hast du dir denn so persönlich vorgenommen für quasi die nächste Zeit? Auf jeden Fall eine ganze Menge. Natürlich will ich jetzt hier erstmal ankommen. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin jetzt keine 19, 20 mehr. Auch wenn ich nur in Paderborn war, beziehungsweise mit Abstrichen in Verl, habe ich trotzdem schon eine ganze Menge gesehen und eine ganze Menge erlebt. Und deswegen ist es natürlich auch mein Anspruch, hier so viele Spiele wie möglich zu machen und die natürlich maximal erfolgreich zu bestreiten.